Der Todesstreifen hier. Ne? Das sind alles jetzt Büros. Das war das, das Jakob-Kaiser-Haus, heißt das heute. Das sind alles Abgeordnetenbüros. Nicht? Die können auch hin und her laufen zwischen den Gebäudeteilen. Und ja, das sind die neuen Büros des Bundestages. Wir biegen jetzt gleich ein in die Wilhelmstraße. Und die Wilhelmstraße war ja mal die Regierungsmeile des Deutschen Reiches. 1871, nicht, war es dann Regierungsmeile, Sitz des Reichskanzlers Otto von Bismarck, und 1945 war hier dann, nicht, am 3. Mai, war dann die Kapitulation, und die Urkunde, die ist ja dann ein paar Tage später, dann 8. Mai 1945 hier in Berlin-Karlshorst unterzeichnet worden. Übrigens auch von der Queen persönlich eröffnet, und die mochte das Gebäude gar nicht. Aber als Queen sagt man sowas natürlich nicht direkt, sondern sagt, I'm not amused, also auf Deutsch, ich bin nicht amüsiert. Ja? Also naja. Gut, Sie haben dann gleich den Blick aufs Brandenburger Tor, und wir werden gleich den Lindenhof fahren. Sie sehen, was hier los ist, ne? Also hier ist wirklich immer der Bär los am Brandenburger Tor. Das ist ja nun das Symbol für die Wiedervereinigung schlechthin. Also mit nicht mehr... Also Grundwasser abgepumpt, denn Berlin hat einen sehr hohen Grundwasserspiegel. Berlin ist ja auf Sumpf gebaut, auf sumpfigen Boden, nicht? So wie St. Petersburg, ne? Das hat ja auch diesen sumpfigen Boden, nicht? Also das hat bis heute noch diese Probleme mit dem hohen Grundwasser. Wenn man 2 Meter runterputtelt, ist man schon am Grundwasser. So, es geht geradeaus weiter. Schauen Sie mal, da sehen wir schon den Fernsehturm. Da können Sie hochfahren, nicht? Da führt ein Schnellaufzug hoch in die Kugel, nicht? Insgesamt 368 Meter hoch. In 210 Metern Höhe ist das Restaurant, das sich dreht, ja? Vor der Wende einmal die Stunde, nach der Wende zweimal die Stunde. Es gibt einen neuen Motor. Hier die Linden hoch auf seinem Lieblingspferd Kondi. Das ist übrigens nach dem Tod des Pferdes, haben sie das wirklich ausstopfen lassen, ja? So verliebt war der König in dieses Kondi. Und dann haben sie gleich links dahinter, haben sie die alte Humboldt-Universität, die ist auch 200 Jahre alt. Da gab es berühmte Wissenschaftler, zum Beispiel Albert Einstein hat an der Humboldt-Universität mal gelehrt. Das ist der alte Fritz. Und rechts auf diesem Platz war am 10. Mai 1933 die Bücherverbrennung, nicht? Da hat man doch die undeutschen Bücher verbrannt, nicht? Das war die Bücherverbrennung. Und dann kommt rechts, das ist die alte Staatsoper unter den Linden. Die hat Friedrich der Große bauen lassen im 18. Jahrhundert. Die wird auch gerade saniert. Da sind die schon bei 600 Millionen Euro jetzt. Sanierungskosten wird immer mehr. Und links ist die neue Wache, gebaut von dem berühmten Architekten Schinkel. Wie man sagte, in Berlin steht in jedem Winkel ein Schinkel. Das ist ein schönes Viertel, hier mal zu laufen. Links ist das Deutsche Historische Museum, hat jeden Tag geöffnet, ne? Im Deutschen Historischen Museum. Mal reingehen. Hochinteressant. War früher das Zeughaus, das alte Waffenarsenal der Preußen. Ältestes Barockgebäude, das hier noch steht. Rechts, auf unserer rechten Seite, steht das Kronprinzenpalais der Ostbrücke. Und für die schon länger nicht mehr hier waren, denen fällt natürlich sofort auf, was steht denn da rechts? Schauen Sie mal rechts rüber, da steht unser neues Schloss. Das Schloss, das künftige Humboldt-Forum, das hat diese Kuppel, die hat ein unbekannter Sponsor gespendet. Jetzt muss man natürlich wissen, da stand früher mal das Stadtschloss der Hohenzollern. Und das hatte die kommunistische Regierung 1950 gesprengt und hat sich im Aufmarschplatz wie der Rote Platz in Moskau gebaut. Also wir kommen dann später nochmal in die Richtung. Ich wollte jetzt gerne mal mich auf die linke Seite konzentrieren, denn jetzt sehen Sie schon mal den Berliner Dom. Schauen Sie, was hier los ist. Ist doch Wahnsinn, oder? Also alleine sind Sie hier nicht, kann ich Ihnen gleich sagen. Der Berliner Dom wurde erst 1905 gebaut, ist eine Nachbildung des Petersdoms in Rom übrigens. Das ist schlesischer Sandstein, Kaiser Wilhelm II., nicht? Der wollte eine mächtige, prächtige Kirche.
die kann man auch besichtigen. Das ist eine Kirche mit Eintritt. Man kann auch bis in die Kuppel nach oben gehen. Man kann in die Hohenzollerngruft gehen. Nicht der letzte Kaiser liegt ja in Holland begraben. Und er hat in seinem Testament geschrieben, er möchte erst hier in der Hohenzollerngruft ruhen, wenn Deutschland wieder eine Hohenzollernmonarchie ist. Und das kann man sehen. Morgen haben nicht alle offen, aber die wichtigsten haben durchaus geöffnet. Das Deutsche Historische Museum, das Ägyptische Museum mit der Nofretete und das Pergamonmuseum. Die drei kann man morgen, falls es ein nach Museum ist, kann man da mal hingehen. Aber das war das erste öffentliche Museum Berlins 1830. Da konnten die Berliner erstmals ins Museum gehen. Vorher ging das ja gar nicht. Ja? Also so ging es los. Ne? Das ist das alte Museum. Vor uns ist die alte Nationalgalerie. Und wenn man jetzt genau guckt, sieht man an den alten Säulenhallen immer noch die Einschusslöcher des Zweiten Weltkrieges, nicht? Also hier merkt man schon noch die Zerstörungen des Krieges. Das merkt man ganz deutlich. Wir haben jetzt gleich auf der rechten Seite das neue Museum, das von einem britischen Architekten umgebaut wurde, von David Chipperfield. Da können Sie die Nofretete treffen da drin, nicht? Das ist ein sehr, sehr interessantes Haus. Also, und so eine zentrale Verteilerhalle. Ja, und wenn Sie halt aufs Bötchen wollen, da in der im Bereich des Berliner Doms, den wir gerade gesehen haben, da sind dann die Ausflugsboote, ja, die stehen da. Können Sie so einstündige kurze Fahrten unternehmen. Ja, da können Sie sogar mit einem alten Automobil fahren. Das ist übrigens ein Elektroauto. Das ist ganz, können Sie mal so richtig in der alten Kiste durch Berlin fahren. So, wir fahren jetzt mal rechts rum. Und jetzt gucken wir mal bei Frau Merkel vorbei. Schauen wir mal, wo wohnt denn eigentlich die Bundeskanzlerin? Ist sie noch auf Urlaub? Wir wissen es nicht so genau. Aber eigentlich müsste sie schon bald wieder zurückkommen. Die Bundeskanzlerin wohnt ja nicht im Kanzleramt. Ich werde es Ihnen gleich mal zeigen, wo die Frau Merkel wohnt. Wir haben erstmal links. Da haben Sie immer noch in Ostberlin, finden Sie bis heute noch die kriegszerstörten Gebäude, ne? Schauen Sie mal. Sieht aus, als wäre der Krieg vor einer Woche vorbei gewesen, ne? Da haben die nichts gemacht, die ganze Zeit über. Diese Einschusslöcher bleiben auch. Das sind so ein bisschen auch Denkmäler, die werden gar nicht entfernt. Rechts ist, Sie sehen, man baut im ganzen Museumsquartier, da wird immer noch saniert. Und die Straßenbahn, die Tram kommt auch gleich, die fährt nur noch in Ostberlin. Also Sie wissen immer genau, wo der Osten ist, da wo die Tram fährt. Und wenn Sie sich morgen eine Tageskarte AB kaufen, ja, können Sie die Abstempelung, können Sie 24 Stunden lang die Tram, den Bus, die U-Bahn, die S-Bahn, alle Verkehrsmittel nutzen. Ja, wo wohnt denn die Frau Merkel? Da sind da die. Vor uns ist jetzt der Flohmarkt. Der ist morgen nicht mehr da. Der ist immer nur Samstag, Sonntag. Dann ist rechts dahinter noch das Bode-Museum. Da ist was los, wa? Und rechts sind noch die alten S-Bahn-Bögen. Da gibt es immer Kneipen und Lokale, die da drunter sind. Und immer wieder die Einschusslöcher. Ne? Das lässt sich hier gar nicht so vermeiden. So, wir fahren weiter geradeaus. Also wenn Sie abends mal rausgehen wollen, da ist abends richtig was los. Da kann man tanzen, da gibt es Tanzkurse, man kann unter Palmen sitzen und kann Cocktails schlürfen. Im September, Anfang September wird in Berlin ja gewählt. Und ja, der derzeitige Regierende ist ja einfach Michael Müller. Ja, der ist nicht so ganz spektakulär wie, Sie können sich noch an den Howie erinnern, ha? Der hat immer so Sätze geprägt wie Berlin ist arm, aber sexy und so weiter, um nur einige zu nennen. Dann gehen wir jetzt zurück ins 18. Jahrhundert und das ist links schon der französische Dom. 1701 bis 5 gebaut. Warum ein französischer Dom? Nicht? Es sind ja 20.000 verfolgte französische Protestanten, Hugenotten, mal hier eingewandert und haben hier volles Bürgerrecht bekommen. Die sind vertrieben worden wegen ihrer Religion, nicht? Und deswegen sagt der Berliner ja Boulette, Trottoir, Portemonnaie, Schüssler, Wegen, Drogerie, Muckefuck und so, nicht? Das ist das Französische im Berliner Jargon. Dann kommt das Schauspielhaus, heute Konzerthaus. Davor steht Friedrich Schiller. Spannend. Ja, das ist ganz schön hier, nicht? Oder wenn Sie mal hier bummeln gehen, gerade die nächste Ecke links ist Fassbender und Rausch. Das sind Chocolatiers, die haben hier auch wieder sehr schön Laden eröffnet. Da gibt es vor allen Dingen viele Berliner Sehenswürdigkeiten und Denkmäler in Schokolade.
zur zum französischen Kaufhaus, aber wir fahren jetzt links hoch und werden uns den berühmten Grenzübergang annähern, dem Checkpoint Charlie. Hätte wäre es möglicherweise wieder zum Weltkrieg gekommen. Da sind viele Flüchtlinge erschossen worden, wie Peter Fechter mit 18 Jahren, der im Grenzstreifen verblutet ist und keiner hat ihm geholfen, weil man auch auf die Helfer geschossen hat. Also wir fahren jetzt einfach mal geradeaus und fahren jetzt mal auf den Checkpoint Charlie zu. Also da endet dann immer die Ostberliner Stadtrundfahrt, die ja immer so eine Propagandatour natürlich auch gewesen ist. Und jeder Besucher musste zum sowjetischen Kriegsdenkmal nach Treptow. Das machen wir natürlich jetzt nicht mehr, nur auf ganz speziellen Wunsch. Und dann wurden immer Busse unter die Spiegel Spiegel geschoben. Vielleicht erinnern, hat da eigentlich jemand eine Stadtrundfahrt in Ostberlin gemacht früher, haben die mal Spiegel unten runtergeschoben, um zu gucken, ob niemand drunter hängt. Charlie ist ja kein Spitzname, sondern war der dritte Buchstabe des phonetischen Alphabets der NATO. Nicht Alpha, Bravo, Charlie. Checkpoint Nummer 3. Wir sind immer noch in Ostberlin und ab Checkpoint Charlie ist immer so ein bisschen Show, ne? Da können Sie mehr Mauerstücke kaufen, als die Mauer jemals Stücke hatte. Da gibt es sowjetische Mützen, made in Hong Kong und made in Taiwan. Also hier ist richtig Mauer-Business, ne? Da können Sie Pässe stempeln lassen für 5 Euro. Alles möglich. Sind immer so Fotos. Schaut immer nach links, wie sie immer ausgesehen hat. Ne? Die Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand, die zeigen immer, wie das hier im Kalten Krieg gewesen ist. Und gerade da vorne ist eben dieses nachgebaute Wachhäuschen Checkpoint Charlie. Das gibt bestimmt eins, bloß ich weiß nicht. Da vorne ist der Checkpoint Charlie, da stehen so amerikanisch aussehende Soldaten. Aber das sind nur Schauspieler, die wollen Geld haben, um auf dem Foto mit dabei zu sein. Nicht seit 1994 seht ihr hier keine alliierten Truppen mehr stationiert in Berlin. Das ist ja alles längst, ist nur ein bisschen Show. Alle von der Volkspolizei mal fahren, da erregt man sehr großes Aufsehen. Wir kommen jetzt wieder in die Wilhelmstraße. Das Stück der Berliner Mauer. Und gucken Sie mal, also da wo die Mauer steht, da war früher das Hotel Prinz Albrecht und das ist eine Ausstellung dahinter, die kann man kostenlos besichtigen, denn da war ab 1933 die Gestapo, die Reichsführung SS und das Reichssicherheitshauptamt. Da war die ganze Terrorzentrale der Nazis. Schauen Sie mal, 3,60 Meter ist die Mauer hoch. Die Rohre oben sollten verhindern, dass Menschen sich daran festhalten konnten. Wir sind jetzt im Osten, ne? Der Westen ist links dahinter. Ja? Wir sind auf Ostseite. Hier waren auch Kontakt- und Sicherheitszäune. Wenn man die berührt hat, haben immer die Soldaten im Wachturm ein Signal bekommen und dann musste geschossen werden. Haben gewechselt. Also links ist die Daimler City, da sind 19 Gebäude, da gibt es eine Shopping Mall, auch da rechts dahinter ist die Mall of Berlin, das ist auch eine riesen Shopping Mall am Leipziger Platz. Also wenn Sie interessiert, gehen Sie da mal hin. Berlin war ja mal das deutsche Hollywood. Eine schöne Kirche, die 1943 bombardiert wurde. Und die Berliner haben sich nach dem Krieg entschieden, wir lassen jetzt die Ruine stehen. Als Mahnmal gegen den Krieg und dann baute man die neue Kirche um die alte rum. Die heißt Lippenstift und Puderdose und Sie können die Kirche besichtigen. Nicht? Also die, sowohl den alten Turm als auch die neue Kirche. Schauen Sie rechts mal, da steht ein Hochhaus. Wenn Sie da hochfahren, auf den, haben Sie links die berühmte Monkey Bar, eine der schönsten Bars mit wunderschönem Blick über Berlin. Das ist das Bikinihaus und hier ist auch, wird auch gefeiert, ne? Feste gefeiert. Bei uns das neue Luxushotel Waldorf Astoria. Also die City West mausert sich jetzt im Auge. Ich habe nur mit dem Handy angerufen, weil ich habe eh noch Netz. Und was geht das ja?
KDW Berlin. Teuer, aber wunderschön. Ja.